Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Oh, da sind wir ja wieder. Wir spielen sie. Interessant. Die Alte kommt uns nach. Hi, da sind wir wieder. Ah, ich habe mich mal extra ausgeblendet. Zu. Ich glaube, die kommt ganz langsam. Hüpp. Wieso? Hier drüben, Mami. Wer ist das? Ja, du mich auch. Ich mache mir gerade eher Sorgen. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Wie ist sie da außen rum? Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Na komm schon, geh weg. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Ja, dann behalt mal deine Gabe schön. Ich bin weg. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Jetzt ist es einfach nicht? Keine Zeit dafür. Kümmert es dich einfach nur nicht? Beides. Von beiden ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass es die Antwort ist, die sie hören möchte. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas planen. Nein. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Nee, weiß ich nicht. Weißt du nicht. Die kommt doch 100 pro gleich hierher. Ich mache mich schon mal bereit zu rennen. Da liegt irgendwas. Was ist das? Das will ich haben. Nein, nein, komm nicht hierher. Oh oh. Die Tür ist das Einzige, was sie davon abhält, uns zu sehen. Mich würde schon fast interessieren, was passiert, wenn sie uns erwischt. Und ich, hab ein bisschen Halskratzen, also entschuldigt, dass ich mal, vielleicht mache ich mal so ein bisschen Tee und so. Im Moment kann ich ja noch trinken. Da kommt sie wieder. Okay, ist sie ja da drüben geschaut. Sie geht wieder. Werde ich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Mach mal. Was für Babys? Bist du schwanger? Wir öffnen unser Zuhause. Wir Alter. Öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Ich will doch einfach nur weg. Ah. Ah, so geht das. Da konnte man sich vorstellen. Alter, die Alte tobt. Finde ich aber auch ganz gut, dass man jetzt mal sie spielen kann und nicht immer nur ihn. Hier stand, glaube ich, die Kleine. Man kann sich nicht rumdrehen. Finde ich ein bisschen schade.
Die Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, nehme ich um 7:30 auf. Also wird die ein bisschen spät rauskommen, aber ich habe mir keine festen Zeiten gesetzt. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Oh oh. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Ich will aber nicht. Wie kann er die Gabe behalten? Ich will keine Almosen. Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Nee. Kannst du vergessen. Nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen. Da führt kein Weg raus, Fräulein. Klar, da geht's doch weiter. Da hat sie einen Schrank drüber geschoben. Also da kommen wir nicht mehr raus. Wir müssen... 100 Boxen. Da kann man doch ausbrechen. Locker das Ding durchtreten und weg. Da geht's doch nach draußen. Okay. Wo denkst du, dass du hingehst? Alter! Alter! Zum Glück keine Musik! Ethan! Ethan, bitte! Ethan, nein! Alter! Das ist schon eine alte Schnalle. Ich freue mich schon, wenn wir der begegnen, also... Puh, die kann schon ganz schön kratzig sein. Aber ich frage mich, wieso hat die Familie sich die Mühe gemacht, die Kassette von da unten, vom alten Haus, oben ins neue Haus, ganz oben in die obere Etage zu legen, neben einem Kassettenrekorder, Videorekorder. Das macht doch keinen Sinn. Es sei denn, sie wollten, dass wir es sehen, aber eigentlich haben sie doch nicht mal geplant, dass wir vom Tisch wegkommen. Also, mich würde gerne eure Meinung interessieren, was ihr dazu denkt, also kein Backseat-Gaming oder sowas, finde ich immer scheiße sowas. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wieso die das gemacht haben. So eine Geschichte hinten dran fasziniert mich immer bei sowas. Ja, die hätten die Kamera wenigstens, das Video wenigstens zurechtschneiden können. So wie das nichts mit YouTube. Ah. Was haben sie dir angetan, Mia? Na, siehst du doch. So, und mit ein bisschen Glück... Da will ich noch nicht rein. Oh, nice. Mit ein bisschen Glück. Ach, da ist die Mutter. Hier muss es doch einen Safe Room geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir kriegen verdächtig viel Munition. Da kann man Wasser ablassen. Eine antike Münze. Nice. Holzstatue. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Na super.
Vater! Ich sage nicht, ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Wenn du meinst. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Ja, ja, sehe ich schon. Kann ich mich hier irgendwo... irgendwo verstecken? Hier muss es einfach einen Safe Room geben. Pass auf, 38 Schuss. Das macht echt Spaß! Drei Schuss in den Kopf. Ist er weg. Na Vater, da sieht er komischerweise wieder normal aus. Alter. Der steht wieder auf, aber es dauert. Ah, die Oma. Und eine Flinte. Da ist eine Flinte im Raum. Der Faller liegt noch. Hier kommen wir nicht durch, hä? Wir kommen nur hier rein. Kann es sein, dass ich einen Raum übersehe? Irgendwas übersehe ich, das merke ich ja selber. Statuette. Läuft. Das habe ich übersehen. Wer baut diesen Mist? Genau. Aber ich hätte jetzt andere Sorgen, außer mir zu überlegen, wer so einen Mist baut. Zum Beispiel die angetackerte Hand. Das kann nicht gesund sein. Sieht freundlich aus. Ah. Nett. Immer erst die Ecken absuchen. Meistens findet man da ganz nützliches Zeug. Ah, ich kann nichts mehr. Okay. Nee, ich finde nichts Nützliches. Da kann ich auch nichts mehr aufnehmen. Was ist hier? Antike Münze. Was zum... Ich will's nicht wissen. Oh oh.
Ich glaube, das war der aus der Demo. Ich wollte es ihm jetzt mal zeigen, ne? Aber... Gut. Safe Room! Yeah! Habe ich an der falschen Stelle gesucht. Ich glaube, jedes Level hat einen Safe Room, deswegen habe ich gerade so gesucht danach im anderen Teil. Gott sei Dank. Gott sei Dank.